Die Auslobung von Lebensmitteln. Wohin geht die Reise? Die Auslobung einiger Zutaten und Eigenschaften von Lebensmitteln ist immer mit einem Restrisiko verbunden. Was ist möglich, was nur unter bestimmten Voraussetzungen? Und von was sollte man lieber Abstand nehmen? Ob nun on hold oder auch nicht. In dieser Podcast-Folge erfahren Sie unter anderem, welche Claims aktuell im Trend sind, welche Reglementierungen sich aus Gesetzen sowie Rechtsprechung ergeben und was der Gesetzgeber plant. Herzlich willkommen zum BEAS Podcast, Bericht für die Lebensmittelbranche. Mein Name ist Arno Langbein, ich bin Geschäftsführer von BEAS. Hierzu gehören BEAS Digital, der BEAS Verlag und die BEAS Akademie. Health and Nutrition Claims sind immer noch ein Dauerbrenner. Nur zählen High Protein und fruktosefrei auch dazu. Und was ist mit dem Hinweis jugendliches Aussehen? Für Green Claims gibt es doch keine speziell rechtlichen Regelungen in Bezug auf Lebensmittel und deren Verpackungen. Nur was wird jetzt zur Bewertung herangezogen? Und was wird in Zukunft gelten? Und zu guter Letzt das Kinderlebensmittelwerbegesetz. Der vierte Entwurf liegt vor. Jedoch gibt es bereits Rechtsvorschriften, die Werbung der sogenannten Kinderlebensmittel begrenzen. Dieses alles erfahren Sie in dieser Podcast-Folge von Frau Dr. Stefanie Reinhardt. Sie ist Rechtsanwältin und Partnerin der Kanzlei Reinhardt und vertritt Mandanten aus der Lebensmittel-, Kosmetik- und Futtermittelbranche zu produktspezifischen und wettbewerbrechtlichen Fragen. Diese Folge ist ein Ausschnitt aus einem Kurzwebinar der BEAS Akademie. Wir beschäftigen uns heute mit den Trends zum Thema Auslobung von Lebensmitteln. Wohin geht die Reise? Das Ganze ist gedacht letztendlich als ein Vorgeschmack auf die Veranstaltung im Januar, die zweitägige Veranstaltung, Online-Seminar, Claims sicher anwenden. Und wie Sie sich sicher vorstellen können, in der nächsten halben Stunde werden wir zwar viele Themen anreißen, aber wir werden es natürlich nicht im Detail besprechen können. Dazu würde dann im Januar Gelegenheit bestehen und dann wird sicher das eine oder andere auch noch weiter in der Tiefe behandelt. So, jetzt habe ich hier das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich weiterklicken soll mit meinen Folien. Irgendwie funktioniert die Maus nicht. Frau Blicken. Frau Reinhardt? Ja. Sie können mir einfach sagen, wann ich die Folien weiterklicken soll. Kein Problem. Ich habe hier den Laptop vor mir. Wenn ja. Ich hier auf die Richtungstasten gehe, kann ich dann weiterblättern? Probieren Sie das einmal. Sie müssen eigentlich ein... Ja, funktioniert. Ja. Super. Ja, gut. Alles klar. Haben wir das aufgelöst. Super. Alles gut. In Ordnung. Das ist unser Programm für die nächste halbe Stunde. Wir schauen uns kurz an, was gibt es Neues im Bereich Health Nutrition Claims oder was ist aktuell. Dann schauen wir uns kurz das Thema Kinderlebensmittelwerbegesetz an und dann last but not least, was tut sich bei den Green Claims? Trends bei Health und Nutrition Claims. Ich habe einfach ein paar Themen rausgepickt, die uns auch in der Beratungspraxis immer mal wieder über den Tisch laufen. Und das sind zum Beispiel eben die Claims ohne Fructose, laktosefrei, glutenfrei. Da geht es, wissen Sie alle, immer um die Frage, sind jetzt das nährwertbezogene Angaben im Sinne des Anhangs der HCVO oder nicht? Und wenn nicht, dürfen sie trotzdem verwendet werden. Und der Erwägungsgrund 22 der Health Claims Verordnung sagt uns da ja, naja, also die Bedingungen für die Verwendung von Angaben wie Laktose oder glutenfrei, die Angaben sind, die sich an eine Verbrauchergruppe mit bestimmten Gesundheitsstörungen richten, die sollten eben gesondert geregelt werden, nicht im Anhang der HCVO. Und das ist auch geschehen, und zwar zum einen für glutenfrei in der Durchführungsverordnung 828 aus dem Jahr 2014. Da heißt es nämlich, der Hinweis glutenfrei darf verwendet werden, wenn ein Lebensmittel einen Glutengehalt von höchstens 20 Milligramm pro Kilogramm aufweist. Und eine so explizite Regelung haben wir zwar für die Angabe laktosefrei nicht, dennoch
sagt uns da aus dem Bereich der Molkereiprodukte die deutsche Käseverordnung, dass eben dann, wenn bei einem Milchprodukt der Laktosegehalt, beim Käse der Laktosegehalt verringert wurde und darauf hingewiesen wird, dass das Produkt eben laktosefrei ist, der Hinweis Laktosegehalt unter 0,1 Gramm pro 100 Gramm in der Kennzeichnung auftauchen muss. Und an diese Regelung lehnt man sich eben auch in der Praxis an und sagt also die Auslobung laktosefrei grundsätzlich möglich, wenn der Laktosegehalt halt eben unter 1% liegt. Besonderheit in dem Zusammenhang ist auch immer noch Produkte, die selbstverständlich ohne Laktose sind. Da haben wir ja immer das Problem, dass man dann sagen könnte, das wäre eine Werbung mit Selbstverständlichkeiten. Und bei diesen Produkten verwendet man dann in der Praxis eben den Hinweis von Natur aus laktosefrei. Eine Besonderheit in dem Zusammenhang ist die Auslobung ohne Fructose oder fructosefrei. Hier haben wir eben keine entsprechenden gesetzlichen Regelungen und von daher gibt es durchaus auch Gerichte, wie zum Beispiel das Landgericht Essen, das die Auffassung vertreten, fructosefrei steht nicht im Anhang der HCVO, ist deswegen eine nicht zugelassene nährwertbezogene Angabe und darf so nicht verwendet werden. Allerdings gibt es hier auch die Auffassung des Arbeitskreis der lebensmittelchemischen Sachverständigen, die zumindest in, also das ist noch keine veröffentlichte ILS-Stellungnahme, aber dennoch hat man sich in Diskussionen über dieses Thema eben insoweit verständigt, dass man sagt, naja, auch die Auslobung fructosefrei wendet sich ja an Verbrauchergruppen mit bestimmten Bedürfnissen, nämlich solche Verbrauchergruppen, die unter Fructoseintoleranz leiden. Und es handelt sich deswegen hier auch nicht um eine nährwertbezogene Angabe, die eine positive Nährwerteigenschaft des Lebensmittels hervorhebt, sondern vielmehr um eine objektive Beschaffenheitsangabe, die eben nicht in den Anwendungsbereich des Anhangs der Health Claims Verordnung fallen. Details hierzu und was sich da vielleicht auch Neues tut in nächster Zeit, dann bei der Kollegin Frau Dr. Domeyer im Januar. Und wir schauen uns eine weitere Auslobung an, die in letzter Zeit immer wieder oder häufiger auftaucht, nämlich Angaben über den Proteingehalt eines Produkts. In erster Linie sind das hier auch Milchprodukte gewesen, bei denen sich die Fragestellung aufgetan hat, nämlich die Auslobung zum einen High Protein, zum anderen konkrete Angabe 40 Gramm Protein pro Becher. Oder eine andere Angabe. Und da haben wir eben den Zwiespalt, ist das eine unzulässige Wiederholung eines Nährwerts? Weil nämlich Artikel 30 Absatz 3 der LMIV sagt, naja, Nährwertangaben können wiederholt werden und zwar in folgender Form, entweder nur der Brennwert oder der Brennwert zusammen mit fettgesättigten Fettsäuren, Zucker und Salz, nicht aber isoliert der Proteingehalt. Und deswegen kommen viele oder ist durchaus die Auffassung vertretbar, dass man sagt, insofern würde es sich bei der Angabe eines konkreten Proteingehalts auf der Frontseite eines Lebensmittels um eine unzulässige Wiederholung eines Nährwerts handeln. Oder aber ist es vielleicht doch eine zulässige nährwertbezogene Angabe im Sinne des Anhangs der HCVO, nämlich die Angabe, hier handelt es sich um eine Proteinquelle, beziehungsweise das Produkt hat einen hohen Proteingehalt, denn darunter fällt auch jegliche Angabe, die für den Verbraucher voraussichtlich dieselbe Bedeutung hat. Und genau um diese Frage dreht sich dann der Streit oft in der Praxis. Da haben wir auch zwei Urteile aus diesem Jahr. Das LG München hat gesagt, naja, also Rosinenpickerei gibt es hier nicht. Und die Angabe eines konkreten Proteingehalts ist eben keine Nährwertangabe, sondern eine objektiv neutrale Information, eine Wiederholung des Nährwerts und unzulässig.
weil eben isoliert nicht so vorgesehen. Und zwar unabhängig davon, ob diese Angabe in Verbindung mit einem Hinweis auf den hohen Proteingehalt erfolgt. Das LG Heilbronn hat es eigentlich so ähnlich entschieden und gesagt, die Angabe der absoluten Menge 40 Gramm Protein pro Becher kann eben auch in Verbindung mit einer zulässigen Nährwertangabe hier High Protein verwirrend und dafür dadurch missverständlich für den Verbraucher sein. Interessant in dem Zusammenhang, der ALS hat schon im Jahr 2020 gesagt, ja, also alleinige Angabe des Nährstoffgehaltes ist als wiederholende Angabe einzustufen und eine unzulässige Wiederholung des Nährwerts, wenn es sich nicht nur um den Brennwert handelt. Wird aber ein einzelner Nährstoffgehalt in Verbindung mit einer zugelassenen nährwertbezogenen Angabe gemacht, dann kann es auch als insgesamt als Ergänzung der nährwertbezogenen Angabe aufgefasst werden und nicht als Wiederholung des Nährwerts. Also auch das ein Bereich, wo es wirklich auf den Einzelfall ankommt. Die Frage vielleicht mit einer Prozentangabe oder mit der Grammangabe, muss man da unterscheiden in der Praxis. Das ist was denke ich, in den nächsten Monaten und in nächster Zeit sicher noch häufiger die Gerichte beschäftigen wird. Beauty Claims, ein anderes, weiteres, beliebtes Trendthema. Wie Sie wissen, es gibt zugelassene Health Claims, die sich auf die positive Wirkung zum Beispiel von Zink auf die Haut, auf Haare und auf Nägel beziehen. Die Frage ist immer, dürfen denn dann auch Aussagen gemacht werden oder sind davon auch Aussagen gedeckt, die sich um eine positive Wirkung auf das Aussehen der Haut beziehen, beziehungsweise andersrum gewendet. Ist denn eine Aussage über das positive Aussehen der Haut zugleich auch eine gesundheitsbezogene Angabe, die mit entsprechenden Claims untermauert werden muss? Und auch hier ist es so, dass man zwar grundsätzlich sagt, das hat der Bundesgerichtshof gesagt, naja, Aussagen, die sich nur auf ein optisch ansprechendes Äußeres beziehen, sind nicht per se schon gesundheitsbezogene Angaben. In der Praxis muss man allerdings sagen, dass die Grenze hier sehr schwer zu ziehen ist. Die Trennung zwischen einer Aussage, die sich nur auf das optisch ansprechende Äußere bezieht und nicht auch eine positive Wirkung auf eine Körperfunktion, nämlich Haut, Haare oder Nägel hat und dann mit einem entsprechenden Health Claim unterlegt werden muss. Last but not least, ein kurzes Wort noch zu Botanicals. Das ist ein breites, immer aktuelles und vielschichtiges Thema. Dazu wird Ihnen Frau Dr. Dörr im Januar viel Interessantes erzählen. Ich jetzt hier an dieser Stelle nur der Hinweis, bei der Bewerbung von Pflanzenstoffen mit gesundheitsbezogenen Aussagen stellt sich immer die Frage, wie ist denn damit umzugehen? Müssen da zugelassene Claims beigefügt werden? Und wenn ja, reicht es, einen On-Hold-Claim beizufügen? Und genau diese Frage hat der BGH im Juni 2023 dem EuGH zur Entscheidung vorgelegt und will eben wissen, sind denn die Artikel 10 Absatz 1 und Absatz 3 der Health Claims Verordnung auch auf gesundheitsbezogene Angaben für Botanicals anwendbar? Die Konsequenz wäre, wenn diese beiden Vorschriften für nicht anwendbar gehalten werden, dass ein Verstoß gegen diese Bestimmungen von vornherein ausscheidet. Die sich daran anschließende Frage, ob es dann weitere wissenschaftliche Begründungen benötigt, da wird sich der EuGH wahrscheinlich nicht mit befassen, weil die Frage nicht gestellt worden ist. Oder aber, falls der EuGH sagen wird, naja, klar, Artikel 10 Absatz 1 und Absatz 3 HCVO sind auch für Botanicals anwendbar, dann eben die Konsequenz, dass die Angaben
zugelassen sein müssen, beziehungsweise on hold sein müssen, oder eben ein zugelassener oder ein on hold Claim, der unspezifischen Angabe beigefügt werden muss. Auch das ein sehr, sehr spannendes Thema und da wird uns sicher noch viel Neues erwarten. Eine kurze Unterbrechung. Bei der Verwendung von Claims ist immer mehr zu beachten. Hierfür gibt es für Sie das Online-Seminar Claims sicher anwenden. Rechtliche Anforderungen bei Health and Nutrition Claims, Pflanzenstoffen, Green Claims und Kinderprodukten am 23. und 24. Januar 2024. Unter anderem mit Frau Dr. Stefanie Reinhardt. Danach werden Sie Lebensmittel mit Claims richtsicher bewerben und Risiken bei Botanicals spielend umgehen. Sie setzen Green Claims beanstandungsfrei ein und bewerben Lebensmittel für Kinder nach den bereits jetzt geltenden Rechtsvorschriften. Für weitere Informationen zum Seminar und zur Anmeldung gehen Sie bitte im Bärshop unter www.bärs.de/7614 oder senden eine E-Mail an akademie@bärs.de. Und jetzt geht es weiter mit Frau Dr. Reinhardt. Dann schauen wir uns kurz an, wie sieht es denn mit dem Kinderlebensmittelwerbegesetz aus? Das haben Sie sicher alle in der Presse verfolgt. Kurz zur Erinnerung, Status quo. Derzeit haben wir hier ja in Deutschland kein generelles Werbeverbot für die Bewerbung von sogenannten ungesunden Lebensmitteln gegenüber Kindern. Es gibt allerdings auch jetzt schon bestimmte gesetzliche Beschränkungen für Werbung gegenüber Kindern, nämlich darf diese zum Beispiel keine direkte Kaufaufforderung enthalten und es darf auch keine Produktplatzierungen in Kindersendungen geben und Kindersendungen dürfen nicht durch Werbung unterbrochen werden. Das haben wir heute schon in verschiedenen Gesetzen festgelegt. Das Problem, das wir in Deutschland haben, ist aber, 15% der Kinder und Jugendlichen sind übergewichtig und davon ungefähr 6% adipös. Hinzu kommt, dass durch die Behandlung von Krankheiten, die mit Übergewicht in Zusammenhang stehen, eben gesamtgesellschaftliche Kosten in Höhe von ca. 63 Milliarden Euro pro Jahr entstehen. Also das einfach auch ein gesamtgesellschaftliches Problem, das angegangen werden soll. Ziel dieses Kinderlebensmittelwerbegesetzes ist es daher auch, zum einen die Exposition von Kindern gegenüber Werbung für ungesunde Lebensmittel zu verringern, ihnen dadurch beim Erlernen eines gesundheitsförderlichen Ernährungsverhaltens zu helfen und einen Beitrag zum Schutz vor ernährungsmitbedingten Krankheiten zu leisten. Das werden wir alle als sinnvolle und positive Ziele unterstreichen können. Daran schließt sich jetzt aber die Frage an, wie soll denn dieses Ziel erreicht werden? Und das, was das KLWG in dem derzeit aktuell vorliegenden Entwurf, das ist der Entwurf 4.0, vorsieht, ist eben Folgendes. Zum einen, Werbung für ungesunde Lebensmittel ist verboten, das soll künftig verboten werden, und zwar in allen Medien, wenn sich die Werbung nach ihrer Art, nach ihrem Inhalt oder ihrer Gestaltung an Kinder richtet. Davon umfasst sind vor allem bildliche Darstellungen von Kindern, kinderspezifische Figuren, Maskottchen und so weiter. Darüber hinaus soll aber auch Werbung für ungesunde Lebensmittel verboten werden, wenn sie sich zwar nicht direkt nach Art, Inhalt oder Gestaltung an Kinder richtet, aber wenn ein zeitlicher, räumlicher oder inhaltlicher Kontext zu Kindern besteht. Das heißt also, für Lebensmittel, die den WHO-Kriterien aus dem Jahr 2023 nicht entsprechen, ist Werbung zum Beispiel oder soll Werbung zum Beispiel künftig verboten werden zu bestimmten Zeiten im Fernsehen, montags bis Freitag zwischen 17 bis 22 Uhr, samstags zusätzlich von 8 bis 11 und sonntags durchgehend von 8 bis 22 Uhr. Darüber hinaus soll Werbung für
solche ungesunden Lebensmittel auch im Zusammenhang mit auch Kindern ansprechenden Inhalten verboten werden und Außenwerbung für solche Produkte im Umkreis von 100 Metern zu Schulen und Kitas. Jetzt ist das natürlich relativ umfassend und es geht auch über das hinaus, was im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist. Das ist also jedenfalls der zweite Teil, den ich Ihnen gerade vorgestellt habe. Und es stellen sich deshalb in der Diskussion, die ja sehr scharf geführt wird, haben Sie sicher verfolgt, eben folgende Fragen oder Kritikpunkte. Zum einen wird von den Kritikern dieses KLWG-Entwurfs immer wieder ins Feld gebracht, dass ein Kausalzusammenhang zwischen der Werbung für ungesunde Lebensmittel und kindlichem Übergewicht wissenschaftlich nicht gesichert ist. Dass von dieser Regelung ca. 70% aller Lebensmittel erfasst werden würden, was natürlich eine immense Menge ist. Dass sich deshalb die Frage stellt, sind diese vorgesehenen Regelungen wirklich das mildeste Mittel und handelt es sich um verhältnismäßige Regelungen? Und last but not least auch die juristische Frage, hat denn hier der Bund überhaupt die Gesetzgebungskompetenz oder fällt das nicht vielleicht in die Gesetzgebungskompetenz der Länder? All das Punkte, die heiß diskutiert werden und uns auch in den nächsten Wochen noch weiter beschäftigen werden. Und dazu wird Ihnen dann im Januar die Frau Leonie Evans sicher noch weitere Einzelheiten berichten können. Dann zum Schluss noch der Blick auf die Green Claims. Wie sieht es denn in dem Bereich aus? Umweltbezogene Werbung, das ist ja wirklich schon seit den letzten 2 Jahren quasi ein Dauerbrenner und es hat sich sehr viel getan in dem Bereich. Deswegen wichtig, nochmal drauf zu gucken, wie sieht denn der aktuelle rechtliche Rahmen aus? Im Moment haben wir immer noch keine spezialgesetzlichen Regelungen für Green Claims in Bezug auf Lebensmittel und deren Verpackungen. Das heißt, dass derzeit die allgemeinen Irreführungsvorschriften des Lebensmittelrechts, aber auch des allgemeinen Wettbewerbsrechts zur Anwendung kommen, wenn sich eben die Frage stellt, ob ein bestimmter Green Claim zur Irreführung geeignet ist oder nicht. Und die wesentlichen Fragen, die da zu beurteilen sind, sind zum einen, ist denn der konkrete Green Claim zur Irreführung geeignet? Liegt eine Täuschung vor? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, die hier auch immer wieder mit im Raum steht, ist, werden denn dem Verbraucher die wesentlichen Informationen zusammen mit dem Green Claim an die Hand gegeben, damit der Verbraucher eine fundierte Kaufentscheidung treffen kann? Und in letzter Zeit und in den letzten Jahren gab es da viel Rechtsprechung dazu. Kurz einmal zusammengefasst, die wesentlichen Kriterien, die die Rechtsprechung für die Klimaneutral-Claims herausgearbeitet hat. Zum einen ist es erforderlich, dass die Verbraucher darüber aufgeklärt werden, ob denn diese behauptete Klimaneutralität ganz oder teilweise durch Einsparungen oder durch Kompensationsmaßnahmen erreicht wird. Das heißt also, wenn ein Unternehmen nur Kompensationsmaßnahmen betreibt, um Klimaneutralität zu erreichen, dann müsste in der Werbung darüber entsprechend aufgeklärt werden. Zum anderen hat man vor allem bei klimaneutralen Auslobungen auf Siegeln gesagt, das ist ja doch vergleichbar mit der Situation bei Warentests. Und das heißt, es ist die Information erforderlich, anhand welcher Kriterien denn dieses Siegel vergeben wird. Der Verbraucher muss auch darüber aufgeklärt werden, ob denn bei der Bilanzierung der CO2-Emissionen bestimmte Emissionen von vornherein schon ausgenommen worden sind und gar nicht in die Bilanz einfließen, sodass sie dann am Ende auch nicht neutralisiert werden können. Die Rechtsprechung hat aber auch gesagt, naja, also die Auslobung klimaneutrales Produkt für sich betrachtet ist nicht schon als irreführend einzustufen. Allerdings sind damit verbunden Hinweise auf weiterführende Informationen zu dieser Aussage erforderlich.
Und das hat das OLG Düsseldorf in einer jüngeren Entscheidung gesagt, es ist ausreichend, wenn der Verbraucher sich diese Informationen zum Beispiel über einen QR-Code oder die Eingabe einer Website besorgen kann. Und dann ganz aktuell hat das LG Karlsruhe auch noch einen neuen Aspekt mit in die Diskussion eingebracht, weil nämlich das Gericht entschieden hat, Waldschutzprojekte, die ja sehr oft für Kompensationsmaßnahmen verwendet werden, wären grundsätzlich nicht dazu geeignet, Klimaneutralitätsclaims zu belegen, weil nämlich bei diesen Waldschutzprojekten die Treibhausgase nicht dauerhaft gespeichert und deswegen auch nicht dauerhaft bilanziell neutralisiert werden. Gegen diese Entscheidungen, gegen dieses LG Karlsruhe-Urteil ist Berufung eingelegt worden und eine andere Entscheidung ist beim BGH anhängig. Also auch in dem Bereich werden wir in den nächsten Wochen noch viel Neues erfahren. Wichtig in dem Zusammenhang noch, was tut sich denn in dem Bereich auf EU-Ebene? Das haben Sie sicher auch alle verfolgt. Ziel ist da natürlich die Eindämmung von Greenwashing und die Schaffung EU-weit einheitlicher Regelungen für Umweltaussagen. Das geschieht zum einen durch Änderungen der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, die in Deutschland im UWG umgesetzt wird. Hier hat man sich meines Wissens darauf verständigt, dass hier zahlreiche Definitionen zu Umweltaussagen mit aufgenommen werden sollen und besonders wichtig auch die sogenannte schwarze Liste per se unlauterer Geschäftspraktiken ergänzt wird, doch durch bestimmte Geschäftspraktiken in Bezug auf Umweltaussagen. Da hat meines Wissens im Trilog eben eine Einigung stattgefunden, sodass damit zu rechnen ist, dass die Änderungen der UGP-Richtlinie noch in dieser Wahlperiode der EU-Kommission in Kraft treten werden. Ein bisschen anders sieht es mit dem Entwurf der Green Claims-Richtlinie aus, ob das noch bei dieser Wahlperiode der Kommission stattfinden wird, ist zu bezweifeln. Hier sind weitgehende Verschärfungen der Werbung mit umweltbezogenen Aussagen vorgesehen. Es soll ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt installiert werden. Das heißt, Umweltclaims müssen, bevor sie verwendet werden können, zunächst einmal bewertet und zugelassen werden. Zudem sind in dieser Green Claims-Richtlinie umfangreiche Informationspflichten vorgesehen, die dann bei der Verwendung von Green Claims oder Umweltsiegeln entsprechend dem Verbraucher zur Verfügung gestellt werden müssen. Und ein Hinweis an der Stelle, es gibt auch einen Entwurf einer EU-Verpackungsverordnung, die in dem Bereich der Verpackungen weitergehende EU-weit einheitliche Standards festlegen möchte. Auch hier hat noch keine Einigung stattgefunden, aber es geht eben um Sachen wie Verpackungen müssen künftig recyclingfähig sein und die Festlegung bestimmter Rezyklatanteile sowie einer verpflichtenden Angabe der Materialzusammensetzung. Das ist das, was uns in den nächsten Monaten und Jahren, vor allem wenn es sich um Richtlinien handelt, erwartet auf EU-Ebene. Und wie gesagt, das waren die Trends, was sich tut in dem Bereich. Im Januar bei dem Seminar können wir Ihnen dann noch weitere Einzelheiten sagen. Vielen Dank. Bei Claims gibt es noch viel mehr Einzelheiten, die zu beachten sind. Was das alles ist, erfahren Sie auf dem Online-Seminar Claims sicher anwenden. Rechtliche Anforderungen bei Health and Nutrition Claims. Pflanzenstoffe, Green Claims und Kinderprodukten. Am 23. und 24. Januar 2024. Für weitere Informationen gehen Sie hierfür bitte im BEAR-Shop auf die Seite www.beers.de/7614 oder senden eine E-Mail an akademie@beers.de. Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und alles Gute für das Jahr 2024. Ihr Arno Langbein.